In diesem Video zeige ich die wunderschöne Kirche St. Paulin in Trier. Die Kirche St. Paulin liegt in Trier, der ältesten Stadt Deutschlands, nördlich der römischen Stadtmauern. Hier wurde im 4. Jahrhundert auf einem Gräberfeld die erste Kirche errichtet. Der Legende nach stammen die Knochen von der Thebäischen Legion, einer römischen Legion von Christen, die in der Antike wegen ihres Glaubens hingerichtet wurden. Das Märtyrium soll hier stattgefunden haben. Ihr Blut soll bis in die Mosel geflossen sein und den Fluss bis Kochumrot gefärbt haben. St. Paulin wurde 1958 vom damaligen Papst Pius XII. In den Stand einer Basilica Minor, also einer päpstlichen Basilika, erhoben. Als Zeichen dieses Ehrentitels ist über dem Hauptportal das Wappen des Papstes Franziskus angebracht. Nach St. Matthias und der Liebfrauenkirche ist St. Paulin die dritte Kirche Triers und in Deutschland die 32., die diesen Titel tragen darf. Als Napoleon Bonaparte 1794 nach Trier kam, soll er von der Schönheit der Kirche sehr angetan gewesen sein. Die Deckenfresken zeigen die Geschichte des heiligen Paulinus, nach dem die Kirche benannt ist. Außerdem wird dort das Märtyrium der Thebäischen Legion dargestellt. Die Kirche ist aufgrund ihrer weißen Stuckaturen innen sehr hell. In der Seitenkapelle befindet sich an der Tür zum Hauptschiff das päpstliche Wappen von Benedikt XVI., dem bislang letzten deutschen Papst. Hier steht auch ein kleiner Altar mit einer mittelalterlichen Pietà. Im Norden und Osten der Kirche liegt ein kleiner Friedhof. Darauf befindet sich seit 1989 eine Kapelle mit dem Grab der seligen Schwester Blandine Merten. Dir hat das Video gefallen? Dann freue ich mich über einen Daumen hoch oder wenn du diesen Kanal abonnierst. Eine entspannte Runde mit dem Boot kann man zum Beispiel auf der Mittelmosel fahren. Schau dir dieses oder ein anderes Video von diesem Kanal an. Neue Videos gibt es jeden Donnerstag.